So, da sind wir wieder. In der Ferne sehen wir unser Ziel, das Rathaus. Also wollen wir direkt mal loslaufen und nicht lang fackeln. Das sieht schon mal aus, als Loslegen. können wir das gebrauchen. Ah, wir klettern über die Dächer. Nice. Ich verstehe, ich verstehe. Ich würde jetzt mal vermuten, wir bewegen uns mal Richtung Rathaus, wa? Soll ich das mal hier rauf? Das ist richtig. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen. I don't give a fuck. Ich gehe einfach los. Nice. Also ganz ehrlich, ich würde über so ein Brett Und würde ich ist auf es jeden das, Fall was du nicht dir gehen. erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Okay, Ma'am. Er ist nicht begeistert. Es ist schon noch ein gutes Stück, ne? Mal schauen. Mal schauen, ob wir das jetzt in der Folge schon dahin schaffen. Kann es gerade nicht einschätzen. Oh, hä? Gleich hier um die Ecke. Kommt. Ja, okay. Nice. Geh weiter, Kleine. Wir haben uns mehr oder weniger hinteleportiert. Also wir schaffen es in der Folge auf jeden Fall. So viel sei gesagt. Blutspuren auf dem Boden. Ui, ja, okay, da liegt einer an der Ecke. Kann ich den Brief nehmen? Ja. Sieh mal an. Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Firefly-Befehle. Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Sind sie? Orders. Und Patrol woher to weißt du das? Rendezvous Ich weiß es Area. einfach. Ensure no military presence before moving the Hey, girl to the alles wird next gut. safe house. Okay. Make sure the girl is Es well muss einfach. fed and good healthy. Steht da fett? Soll das ein F sein? Her safety is of the. Alter, Digga. Her safety is of the utmost importance. Okay, wenn das da steht, dann alles klar. Ich sollte aufhören versuchen, diese Zettel hier zu lesen. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich kann es einfach nicht lesen. So, also, sie hat oberste Priorität. Ich meine, wenn sie immun ist, dann ist es natürlich auch absolut nachvollziehbar. Und ihr steht gerade im Weg. Ich würde sagen, wir gehen hier lang, oder? Jetzt looks right. Hoch und rüber. Auf geht's, Mann voran. Na also. So, da geht's lang. Endspurt, Tess. Ob irgendwer auf uns wartet, bin mir nicht sicher. Ich habe mir ein ungutes Gefühl. Nur dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Ah. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Ja, okay. Schön durch die Gut, dass grüne man Brühe euch hier. gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber. Ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Lieb von ihr. So, was haben wir hier? Drehbootschwäne. Warum sind die hier? War hier wirklich mal Wasser? Also, im Sinne von, bevor das hier alles so verkommen ist. Oder haben das Leute benutzt, um hierher zu kommen, weil hier so viel Wasser war? Nein. Nein, nein! Ja, ich habe ein ungutes Gefühl. Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Gott, vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch So gehen? weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen.
Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Ach was. John. Alter, was? Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh, oh Gott. Shit. Ach. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Aber vorhin war doch noch eine Kontrolle. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Okay. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Ach, tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Shit. Jetzt weiß ich auch, was mit ihr passiert. Das passiert mit ihr. Okay, das wusste ich nicht mehr. Oh, wow. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst nicht bei mir, wir müssen weg. Das ist hart. Das ist echt hart. Zumal es muss halt so bitter sein. Ich sage ja immer wieder, diese Pandemie läuft ja schon seit 20 Jahren. Das ist ja gerade 20 Jahre, nachdem diese Pandemie ausgebrochen ist. Oh, das jetzt hören zu müssen, ist echt heftig. Jetzt lauf einfach weiter. Und die Schüsse sind schon verstummt, das heißt, sie ist tot. Rest in Peace, Tess. Danke, dass du dich geopfert hast. Junge, und da liegt sie jetzt. Ey, heftig. Also es muss auch so bitter sein, wenn du 20 Jahre lang in dieser Pandemie überlebt hast. Und dann ist die Lösung da. Du begleitest die Lösung. Die Lösung ist vor deinen Augen. Junge, kommen die uns gerade hinterher? Muss ich mich hier irgendwie beeilen oder so? Ich bin mir gerade nicht sicher. Dann ist die Lösung sozusagen, ne, vor deiner Nase. Und da ist jemand, der scheinbar immun ist. Und dann infizierst du dich mit einem Biss. So bitter. So. Jetzt haben wir endlich mal eine ordentliche Wumme, würde ich sagen, wa? Ein schönes Jagdgewehr. Nice. Oh, warte. Joel? Ich hab es. So, hat er mich schon gesehen? Nee, noch nicht. Da drüben nachsehen. So. Wie gehe ich nochmal in den Lauschmodus? Oh Gott, scheiße. Ah, so, ich wollte gerade sagen. Also ein direkter Kampf mit denen wäre ziemlich dumm. Okay, da ist einer. Oh, einer kommt direkt auf uns zu. Ja, dann mal los! Lass ihn los! Oh, Mist! Lass den Kopf unten! Okay, Controller ist fast leer, da muss ich mich gleich noch drum kümmern. Back hier!
Oh, wie lange lebst du nach, Bruder? Einer direkt vor meiner Nase. Uiuiui. Die Situation habe ich nicht schlau gelöst. Ach, Mann, Leute. So. Den hauen wir kurz aufs Maul. Easy. Lass sie nicht durch. Los, na komm. Jetzt habe ich dich. Nein. Nein, nein. Oh, fuck. Warte, wie wechsle ich die Ausrüstung? Dann mal los. Shit. Komm, wir machen einfach Geronimo. Wir machen einfach Geronimo. Was soll ich anderes machen? Digga. Einfach drauf los. Okay, komm, Ellie. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So komme ich aufs Waffenrad. Ich trottel. Ich hatte es gerade nicht mehr im Kopf, wie ich aufs Waffenrad komme. So, nehmen wir mal die Wumme. Meine Güte. Was noch nachladen? Und mal gucken, ob die hier noch irgendwas liegen lassen haben. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ich die Boys gelootet habe. Das war knapp. Ja, das war knapp. Also es ging noch, hätte aber besser laufen können, sagen wir es mal so. Also die letzten Gegner waren gefühlt stärker als die. Ich weiß gar nicht, warum die so low waren. Bleib bei mir. Na los. Also ich möchte jetzt nicht flexen, ne, aber so viel hatten die Boys jetzt nicht drauf. Ich riskiere es einfach mal mit meinem Controller, solange bis er leer ist. Weil ich glaube, ich habe hier gerade keinen Anschluss frei, um den aufzuladen. Jens, perfekt. Ach, wenn, ist ja auch nicht schlimm. Ihr nichts von mit. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, er läuft mittlerweile schneller. Was ganz nice ist. Ich habe mal wieder Viereck gedrückt, um was aufzuheben. Viereck geschlagen. Oh! Ich wollte gerade sagen. Kommt sie hier runter? Was machen wir? Ja, okay. Kein Problem. Wie kommen wir hier raus? Okay. Wir müssen durch den Gang. Ah. Oh, warte, hä? Ich weiß nicht, wie viele es sind. Okay. Die haben ja richtig auf uns geaimt. Gehen wir jetzt da raus, wo wir reingekommen sind, oder was? Ist das nicht die Haupthalle? Lassen wir die passieren. Natürlich. Natürlich, Digga. Greifen, greifen, greifen doch! Junge! Der macht viel Stress. Oh shit. Es sind zu viele. Ich werde down gehen. Oh shit. Fuck. Ja, dumm gewesen. Hä? Aber was springt der da auch rauf? Und beziehungsweise ich komme nicht drauf klar, dass ich wirklich da lang muss. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Als ob. Als ob er mich sieht. So, gehen wir mal hier lang. Hier ist wenigstens noch ein Medikit. Kann ich gebrauchen, falls ich wieder aufs Maul kriege. Ja, wer sieht mich? Wer sieht mich? Wer? Wer? Oh mein Gott. Nehme ich ihn oder nehme ich ihn nicht? Okay, ich muss das machen. Verdammt! Ellie, komm nicht drauf, klar. Ellie, geh! Oh mein Gott! Als ob der Typ hinter uns ihn nicht entdeckt. Mist, weitersuchen! Oh. Digga. Als ob wir immer noch unentdeckt sind. Jo, er macht schon so Auge auf uns. Ach, du heilige Scheiße. Wo ist sie? Sie ist da. Okay, er moved weg. Oh mein Gott. Alles klar, ich wollte... Joel, heißt er auch...
Soll ich einfach raus hier? Komm, wir laufen einfach raus. Und wo schießen die überall? Ah, ja, yeah, ja. Yeah. 3 Stück. Okay, rauslaufen war eine ganz dumme Idee. Rauslaufen war eine maximal dumme Idee. Boah, ich scheiß doch einfach auf Ellie, ne? Digga, und das ist die falsche Richtung. Ach, du Kacke. Ja, es war blöd. Es war blöd. Ich weiß es doch. Deckung, ich weiß nicht, okay, wie viele es sind. Ja, es sind zu viele auf jeden Fall. Kann ich dir sagen. Auf jeden Fall interessant, dass sie immer anders moven. Er ist schon an uns vorbei, während er gerade auf uns zuläuft. Norden sicher, kein Ziel. Besser ist es. Oh, hinter uns. Oh mein Gott. Chill, chill, chill. Oh nein, nein, nein. Ich lasse mich einfach schon wieder erwischen. Als ob er schießt, aber. Als ob er schießt, während ich mich mit seinen Kollegen fetze, Digga. Jetzt mal ernsthaft. Als ob er einfach am Ballern ist, während ich mich mit seinem Kollegen fetze. So, damit geht er doch voll das Risiko ein, seinen Kollegen selber zu downen. Okay, sie haben mich zumindest erstmal aus dem Blickfeld verloren. So, ich nutze einfach meine Fähigkeiten des Wallhacks. Oh nein. Kommt er her oder nicht? Ja. Er ist schon mal down. Muni schnappen wir uns. Er ist da hinten, aber er geht schnell vor. Deswegen warten wir mal kurz. Verhält. Ich seh's. Mal los! Warum greift er ihn aber auch nicht? Das ist so nicht. Aber dafür ist sein Kopf jetzt Matsch. Fuck you. Also ich war ja hinter ihnen, deswegen ich dachte, er würde ihn auf jeden Fall greifen. Er ist hier drin! Okay, mit dem habe ich nicht mehr gerechnet. Ich dachte, es wäre nur noch einer. Komm, zeig dich, Bro. Zeig dich. Jetzt zeigt er sich. Weg. Na los. Ey, wie viele Schüsse steckt er ein? Jetzt haben wir ihn. Finally. Wird hier noch mehr? Ich wollte gerade sagen. Muss doch jetzt langsam gewesen sein. So. Diesmal haben wir halt einfach alle beseitigt. Munition sparen läuft anders, das weiß ich definitiv, aber egal. Wir haben es lebend geschafft. Das ist das Wichtigste. Da ist eine Treppe. Ah, oh. Gerade ich hatte irgendwen gehört, vielleicht halluziniere ich auch einfach nur. So, ab nach unten. Let's go. Mal schauen, was da auf uns wartet. Ach, sind sogar da. Siehst du? Junge, was? Alter, das ist eure Mission. Das ist doch nicht euer Ernst. Warum haben die so auf uns abgesehen? Runter! Kein Ziel! Wiederhole, kein Ziel!
Da drüben ist ein Soldat. Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden. Stellung halten. Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Das frage ich mich auch. Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich hab nichts gesehen. Ich will Ellie, geh runter mit dir. Los, da unten. Ich werde dich finden. Echt? Hey, Bruder. So. Ja, Bro, ist Ciao, Kakao. Da unten ist noch einer. Auf den würde ich jetzt erstmal scheißen. Komisches Gefühl, eine Gasmaske aufzuhaben, ohne dass sie nach und nach abnutzt. Wie bei Call of Duty. So, müssen wir weiter geradeaus durch oder müssen wir auch da unten lang, wo er ist? Es wäre zu einfach gewesen. Natürlich müssen wir da unten lang, wo der Typ ist. Wo ist denn der jetzt? Jetzt habe ich den schon fast... Habe ich den aus den Augen verloren? Ist der noch in der Nähe oder ist er schon weiter? Ah, da hinten ist er. Oh, 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 oh. Den holen wir uns auch noch. Wir hier wenigstens unsere Ruhe. Mist. Aber hier scheint es auch nicht weiter zu gehen. Ich glaube, wir müssen wieder in die andere Richtung, wa? Einfach nur alles dunkel und voller Sporen. Ellie denkt so, I don't give a fuck. Ich juck das gar nicht. Hoffen wir mal, dass hier unten keiner mehr auf uns wartet. Ah, hier sieht es doch gut aus. Einmal quer durch die Waggons. Ich hoffe, ihr habt alle ein Zugticket dabei. Oh. Ja. Fällt schon das ein. Und was genau fällt uns ein? Wo ist sie denn jetzt? Da. Ist hier irgendwas, womit ich sie rüber transportieren kann? Muss es ja eigentlich, ne? Mädel, warum kannst du denn auch nicht schwimmen? Wie alt bist du denn? 14 Jahre in der Pandemie groß geworden. So. Tauchen. Muss ich hier durchtauchen? Nee. Ich hoffe halt gerade drauf, dass ich hier irgendwas finde. Und mir weiterhilft. Da muss ich durch. Aber... wo kommt Ellie lang? Und später drum, ja. Das Wichtige ist auch, The Last of Us habe ich ja wie gesagt damals schon mal gezockt und es gab eine Lektion, die mir dieses Spiel gelehrt hat. Immer wenn ich nicht wusste, wo es weitergeht, musste ich tauchen. Und es war halt wirklich immer so. Also jedes Mal, wenn ich dachte so, hä, ich komme hier nicht weiter, ich hänge hier an einer Stelle fest, dachte ich mir, ist hier irgendwo Wasser? Oh, was? Hä, wo kommt sie denn her? Hä? Ach, sie ist oben lang. Nice. Und wie gesagt, auf jeden Fall konnte ich dann tauchen. Oder musste ich dann tauchen. Ich habe mich gerade voll erschreckt. Ich dachte erst, es wäre irgendwie ein Zombie-mäßig, ein Klicker oder so, der auf mich wartet. Ja, das ist Ellie. Ellie? Mir geht's gut. Okay. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum ich den komplizierten Weg nehme und wie sie den einfachen Weg nimmt oder nehmen konnte. Hauptsache, sie ist da. So. Komme ich hey, da jetzt? Ja, sie geht noch. Eine Leiter. Hm?
Ah, ich habe ja auch Licht, ne? Kann ich sie nehmen, während ich im Wasser bin? Irgendwie nicht. Ich schau mal kurz. Jetzt wird sie mir wieder angezeigt, die Leiter. Muss halt irgendwie nur... Kann auch schnell schwimmen? Irgendwie hochkommen. Hier. Ah, warte mal. Ah, haha. Warte. So läuft der Hase. Die guten Paletten. Ich hab's fast übersehen. Steig drauf. Wirklich? Helly. Okay. Vorsichtig. Ich hab dich. Jetzt? Ah, sie gibt mir die Leiter. Alles klar. Reicht bis zum Boden. Passt perfekt. Nice. Okay, nicht wie raus hier. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Aber wie es scheint, geht es hier doch schon wieder an die Oberfläche. Nice. Schöne Gasmaske, die er da hat. Ich feiere sie. Hey, also... wegen Tess... Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens... Erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Gut. Da ist deine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. So, ich denke... Was? Nichts, ich Arthur. Ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Und ich denke, wir nutzen diese schöne Optik, um an der Stelle den Cut für diese Folge zu machen. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Gut. Um den Dialog nicht zu unterbrechen, habe ich nochmal kurz abgewartet. Also, nach den Ereignissen aus der Folge. Tess ist gestorben, wir sind leider nur noch zu zweit. Jetzt wissen wir auch, was die Umstände sind oder waren, warum Tess die Reise nicht mehr mit uns mitmachen konnte. Sie hat sich für uns geopfert, sehr ehrenvoll. Wir haben es zum Rathaus geschafft, leider waren die Firefly-Anhänger nicht mehr da und mussten dann vom Militär abhauen. Was uns ganz schön schaffen gemacht hat, würde ich mal so sagen an der Stelle. Ey, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bei der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis denne.